Gerade in Tagen wie jetzt, wo rundherum alles anders ist, wo es kaum noch Alltag gibt, wo die ganzen Dinge sich verändern, da sind es bekannte Worte, Worte des Herzens, die Sicherheit geben können. Und ich möchte dir heute ein paar Gedanken mitgeben zu einem der bekanntesten Psalmen, die wir in unserer Bibel haben. David sagt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. David erlebt hier zwei grundlegende Emotionen. Er erlebt Angst. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. David ist nicht irgendwo unterwegs, wo er es sich ausgesucht hat, wo er gesagt hat, Mensch, hier ist was Schönes, hier bleibe ich einen Moment. Nein, David ist im finsteren Tal unterwegs. Er kann das rundherum nicht sehen. Er sieht nicht, was der nächste Schritt bringt. Er sieht nicht, was da auf ihn wartet. Er weiß wahrscheinlich nicht mal, was der nächste Tag bringt. Und ich glaube, da ist er uns gerade so ähnlich. Da ist er uns so ähnlich, auch wir wissen gerade manchmal nicht, was kommt da noch alles. Wir sind in einer Situation, die wir uns vor 6 Wochen nicht mal hätten vorstellen können. Und jeden Tag kommt gefühlt was dazu, mit dem man nicht rechnet. David hat Angst. Er ist im finsteren Tal. Aber genauso hat er etwas Zweites, Grundlegendes, was wir in diesen Tagen umso mehr brauchen. Er hat Vertrauen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. David hat den Hirten an seiner Seite. Er hat den an seiner Seite, der sagt, ich lasse meine Herde nicht alleine. Egal ob Tag oder Nacht, ob alles ist in Ordnung oder die Gefahr lauert vor der Tür. Ich bin bei meinen Schafen. Jesus sagt das von sich selbst. In Johannes 10 sagt er, der gute Hirte ruft seine Schafe. Mit Namen ruft er sie und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihn her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Wir sind gerade in einer Zeit, in der es darauf ankommt, die Stimme des Hirten zu kennen. Die Stimme dessen zu kennen, der vorangeht in das finstere Tal, der uns da durchbringt. David weiß, dass das finstere Tal nicht das Ende ist, aber er weiß auch, dass das finstere Tal nicht einfach verschwindet. Er weiß, dass er mit Gott durchgeht. Und so wie er Gott als seinen Hirten erkennt, als seinen Hirten begreift, so können wir das in dieser Zeit machen. So können wir jetzt erkennen, dass wir einen Hirten haben, der uns vorausgeht. Und der ist einmalig in Jesus Christus erschienen. Einmalig haben wir dort jemanden, der sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Also lass uns doch diese Zeit nutzen, um diesen Hirten immer besser kennenzulernen. Durch Gebet, durch Lesen der Bibel. Da, wo er sich uns offenbart hat. Lass uns diese Zeit nutzen, um im Glauben zu wachsen. Um durch diesen Weg, selbst wenn es das finstere Tal ist, hindurchzugehen und gestärkt auf der anderen Seite rauszukommen, weil wir wissen, wer der gute Hirte ist, weil wir seine Stimme erkennen und ihm folgen können. Das ist mein Gebet für diese Zeit.